Glauben heisst, Risiko einzugehen. Immer wieder laufen wir durch die Straße, wir leben unser alltägliches Leben und plötzlich läuft eine Person neben uns vorbei, die irgendwie Krücken hat, eine Verbannung hat oder wir bekommen plötzlich einen Eindruck von Gott für eine bestimmte Person. Und gleichzeitig haben wir etwas in uns, das wie sagt, mach das nicht. Was ist, wenn die Person nicht geheilt wird? Was ist, wenn der Eindruck nicht stimmt? Und Gott wird enttäuscht sein. Und was passiert dann mit uns innerlich? Wir werden selber enttäuscht sein von uns. Aber ich kann dir heute sagen, dass das alles keine Rolle spielt. Warum sage ich, dass das keine Rolle spielt? Weil die Bibel sagt im Hebräer 11, 6, dass wir Gott nicht gefallen können, ausser wir haben Glauben. Es sagt eigentlich genau, es ist unmöglich, Gott zu gefallen, ohne Glauben zu haben. Und was heisst das genau, Glauben zu haben? Glauben zu haben heisst nicht unbedingt, dass wir sehen, wie Leute geheilt werden. Es heisst nicht unbedingt, dass wir jedes prophetische Wort oder irgendeinen Eindruck richtig haben, sondern Glauben heisst, Risiko einzugehen. Das ist das, was eigentlich Glauben ist. Das heisst, wenn du auf der Straße bist und du nimmst das Risiko, jetzt für eine Person zu beten, die irgendwo Heilung braucht, weil du den Verband siehst, tust du eigentlich Gott so zeigen, dass du Glauben hast. Und das ist alles, was es braucht, damit er Gefallen an dir hat. Das ist alles, was es braucht, damit du persönlich eine Standing Ovation hast im Himmel, wo die Engel aufstehen und einfach klatschen, weil sie sehen, du bist eine Person, die jetzt gerade das Risiko ist eingegangen und somit deinen Glauben hast demonstriert. Was das Endresultat ist, ob die Person geheilt wird, ob der Eindruck stimmt oder nicht, spielt für Gott nicht unbedingt eine Rolle, weil er schaut für Leute, die Glauben haben und die Risiko eingehen. Und wenn wir wirklich bereit sind, mehr Risiken einzugehen, kann ich dir versprechen, wirst du mehr Sachen sehen in deinem Leben. Ich glaube wirklich, dass wenn wir den Glauben so demonstrieren und Risiko werden eingehen, dann wird das Übernatürliche wirklich natürlich sein in deinem Leben. Aber es braucht wirklich Leute, die aufgeben wollen, wie sie dastehen von Menschen. Weil wenn wir das aufgeben, wirklich gut müssen vor Menschen dastehen, dann wird das Gott sehen und wir werden extrem gut vor ihm dastehen. Und er wird mit uns in die Situationen reinkommen und einfach den Menschen wirklich zeigen, dass er real ist und ihnen auf eine übernatürliche Art und Weise begegnen. Das heisst, bis jemand, der Risiken eingeht, und ich verspreche dir, du wirst sehen, wie Gott unmöglich zu dir wird.